So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Regelerklärvideo für Yomi von David Zerlin. Das hier ist das Starterdeck, das bei Pegasus Spiele herausgekommen ist. Hier sind die Charaktere Grave und Jaina enthalten. Die kommen auch in zwei so Boxen. Es gibt, wie man hier sieht, noch ganz viele verschiedene andere Charaktere. Bisher sind insgesamt 8 Stück erschienen. Die sind alle einzigartig und es sollen irgendwann hoffentlich noch 20 Stück insgesamt erscheinen. Das Spiel könnte man am ehesten als Street Fighter 2 oder als Tekken das Kartenspiel bezeichnen. Also so diese Kampfsportspiele, bei denen man sich eben so prügelt, wo die Charaktere verschiedene Eigenschaften haben, besondere Talente, unterschiedliche Kombos starten können. So ist das ja auch. Jeder Charakter hat vom Grundprinzip her haben die alle die gleichen Mechaniken, aber jeder hat so seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen und die muss man eben geschickt gegeneinander ausspielen können und seine eigenen Stärken zu nutzen wissen, um zu gewinnen. Es hat wirklich auch das Gefühl von so einem Arcade-Game, also es ist sehr schnell angelegt, also im Prinzip nur kurz auf seine Karten gucken, eine Karte nehmen, hinlegen, aufdecken, gucken, was passiert, fertig, also bam, 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 da gibt es ganz schön in die Fresse im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Partie dauert so in der Regel zwischen, ich sag mal, 10, 15 bis 20 Minuten, wenn man damit vertraut ist, am Anfang vielleicht ein bisschen länger und ich habe jetzt hier so ein Regelerklärvideo zu gemacht, weil vielleicht geht es vielen von euch so wie mir, ich habe mir Yomi geholt, fand das total cool, dass es da ist, weil ich die Spiele von David Zerlin immer total gut finde. Es hat sogar so eine erste Partie von Yomi Einleitung und wenn man die irgendwie anfängt zu lesen, also ich habe da sehr schnell abgeschaltet und dachte mir so, oh, irgendwie ist das viel und komisch und eigentlich ist die Anleitung gut geschrieben, auch gut übersetzt, wie ich finde, aber das ist einfach irgendwie so viel, das ist so verwirrend am Anfang. Yomi lernt man am besten, wenn man das einmal vorgespielt bekommt und dann hat man hier auch noch hinten das Referenzhandbuch, wo irgendwie auch alles eigentlich ganz gut erklärt ist, aber wie gesagt, also ich persönlich habe dieses Spiel erst verstanden, als ein Kumpel vorbeigekommen ist, hat gesagt, hier, lass uns das mal spielen. Der hat zwar auch nicht alle Regeln hundertprozentig drauf, aber wenn man erstmal drin ist, dann kann man es ganz leicht spielen. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, habe das auch so Schritt für Schritt ganz langsam, ganz einfach erklärt und es kam mir irgendwie super redundant vor, als hätte sich ständig alles wiederholt und das sah alles so trivial aus. Ich habe das Spiel den Abend später mit einer Freundin gespielt, habe der einmal so komplett alles erklärt und die saß danach da und meinte so, wow, das war jetzt ganz schön viel und das hat gedauert, bis sie da drin war. Ich glaube, sie ist einfach vorgespielt bekommen, dann hätten wir losgespielt und ich hätte dabei erklärt, was sie machen, dann wäre das viel schneller gegangen. Deswegen ist es, also für mich wäre es jetzt richtig gut, wenn ihr dieses Video guckt und euch irgendwie denkt, okay, ist klar, ist doch fast selbsterklärend, warum erzählt sie mir das eigentlich, das ist doch alles super klar. Und wenn ihr das Video guckt und im Prinzip direkt danach losspielen könntet und wenn ihr euch dann schon die Mechanik vertraut und ihr denkt, okay, das ist doch alles logisch, das macht komplett Sinn, weil das ist Yomi. Yomi ist ein Spiel mit einfachen Regeln, teilweise ein bisschen kleinteilig, nicht kleinteilig, aber Regeln, die man gerne mal übersieht am Anfang, aber das ist nicht schlimm, man kann das Spiel trotzdem spielen, hat Spaß dran und irgendwann fällt einem auf, ah, wir haben übersehen, wenn man einen normalen Angriff blockt, zieht man eine Karte. Werden wir gleich verstehen. Ich will jetzt nicht noch mehr reden, darum fangen wir einfach mal an. Prinzipiell, Yomi, haben wir am Anfang 7 Karten auf der Hand. Ja, jeder Charakter hat so sein eigenes Deck. Die Karten entsprechen halt so ein Pokerblatt. Also ne, es gibt immer jeweils ne, Kreuz, Pik, Herz und Karo als Farben. Und dann gibt es eben ne, Asse, Dame, Joker, 2, 3, 4, 5. Im Prinzip ist es auch dazu gedacht, damit man schnell damit vertraut ist und sich mit den Karten schnell anfreunden kann. Jede 10 zum Beispiel macht immer das gleiche. Also man hat die Karten immer 2 Seiten. Ne? Hier oben, wenn ich die so rumspiele, ist sie ein Block. Wenn ich sie so rumspiele, ist sie ein Wurf. Das gucken wir uns gleich an. Aber prinzipiell, wie ihr hier seht, die haben zwar unterschiedliche Symbole, aber ansonsten sieht jede 10 in dem Deck von ihr genau so aus. Das kann von Charakter zu Charakter anders sein, also hier spielt halt ja Ina gegen Grave. Bei Grave kann eine 10 komplett anders aussehen, aber auch bei ihm, alle 10 sehen gleich aus, alle 2, alle 3. Das muss man einmal verinnerlichen, dann hat man schon mal gut was geschafft. Und der generelle Ablauf steht hier auf der Karte drauf, der ist aber sehr einfach. Am Anfang einfach eine Karte ziehen, dann eine Karte aussuchen, aufdecken, abhandeln, vielleicht eine Combo spielen, dann vielleicht gleiche Karten abwerfen, um sich nass zu holen, Karten ablegen und dann geht's wieder von vorne los. Also das ist wirklich sehr einfach gedacht. Ich zeige euch jetzt mal, grundsätzlich geht es eben darum, jeder Charakter hat eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten. Also er hat 90, sie 85, hat irgendwelche Spezialeigenschaften, die gucken wir uns gleich und später an. Hat Kombopunkte, was es mit denen auf sich hat, gucken wir uns auch an. Dann hat jeder Charakter so Übersichtskarten. Einmal die Karte, ne, wir spielen ja ein Kampfsportspiel, da kann man seinen Gegner auch zu Boden werfen. Das wird dann mit dieser Karte angezeigt. Jeder hat so eine Übersicht, die eben dieses Steinpapier-Schere-System, das da im Prinzip drin ist, anzeigt und auch genau erklärt, was, wie, wo, in welcher Kombo passiert.
funktioniert. Auf der Rückseite ist eben diese Rundenübersicht und jeder Charakter hat eine Karte. Manche haben halt so Spezialeigenschaften auf manchen Karten. Das heißt, da steht drauf, was der kann. Das heißt, die Karte kann man auch seinem Gegner geben, dass der weiß, was kann dieser Charakter, was hat er für Sonderfähigkeiten. Und die Verteilung von Angriffen, Würfen, Blocken und Kontern und was sie für eine Geschwindigkeit und so haben, ist auch auf diesen Karten zu sehen. Das heißt, das kann man auch seinem Gegner geben, damit der sich einmal kurz orientieren kann. Jeder hat dann eben so einen Lebenspunkteanzeiger, den man eben dann auf die entsprechende Zahl dreht. Und das Ziel ist es einfach, den Gegner auf 0 Punkte zu bringen, 0 oder weniger. Dann hat man gewonnen, hat man den K.O. gesetzt und hat das Spiel gewonnen und kann sofort noch eine Partie spielen. So, wie machen wir das jetzt? Prinzipiell möchte ich einfach einen Angriff spielen. Das heißt, ich könnte am Anfang sagen, okay, ich spiele jetzt einfach mal diese Karte hier, die möchte ich spielen. Ne, die hat immer so eine Seite und so eine Seite. Deswegen ist es immer wichtig, wie rum ich die lege und wie rum ich die aufdecke. Also ich suche mir jetzt diese Karte aus. Währenddessen sucht sich der Kung Fu Panda auch eine Karte aus, die er am Anfang spielt. Und er könnte jetzt die hernehmen, legt die halt vor sich ab. Wenn wir das gemacht haben, decken wir die beide gleichzeitig auf. Wichtig, immer so um die Achse drehen, nicht irgendwie so, dass die dann auf der anderen Seite liegt, als die, die man eigentlich legen wollte. Wir decken die einfach gleichzeitig auf. So, jetzt haben wir beide einen Angriff gespielt. Das heißt, prinzipiell, ne, haben wir das richtig gemacht. Wir wollen dem Gegner Schaden zufügen. Aber jetzt wird halt geguckt, wenn beide das gleiche spielen, in dem Fall beangriffen, welcher schneller. Da ist hier diese Zahl wichtig. Die gibt die Geschwindigkeit des Angriffs vor. Der hier hat einen Speed von 2,6. Der Angriff hier hat einen Speed von 6,6. Das heißt, in dem Fall würde der Angriff hier nicht treffen, würde gar keinen Schaden machen und dieser Angriff würde 2 Schaden machen. Das heißt, angenommen, es passiert nichts weiter, ich könnte jetzt noch mehr machen, das erzähle ich euch aber gleich, dann würde jetzt einfach es heißen, okay, ne, der Angriff hier macht gar keinen Schaden, der hier macht 2 Schaden. Das heißt, Grave würde sich jetzt hier 2 Schaden machen und hätte schon nur noch 88 Leben. Das wäre schon mal der erste Schritt. Dann gibt es noch mehr Phasen, die erzähle ich gleich, aber ich möchte jetzt erstmal, dass ihr so die generelle Mechanik versteht. Deswegen am Ende würden dann die Karten hier auf den Ablagestapel kommen und wir würden uns wieder eine Karte aussuchen, die wir spielen wollen. Ne, und ich könnte jetzt zum Beispiel auch wieder sagen, oh, das hat gut geklappt, ich nehme nochmal einen Angriff, Kung Fu Panda legt diese Karte, wir drehen die wieder gleichzeitig auf, bumm, Angriff, jetzt nur andersrum. Ne, ich spiele eine 6,6, er eine 2,6, also in dem Fall bekomme ich jetzt 2 Schaden, das ist wenig, es gibt später auch Karten, die viel mehr Schaden machen. Ne, mein Angriff verpufft einfach, das heißt, wir können die im Prinzip beide wieder ablegen und ich bekomme jetzt 2 Schaden, hätte nur noch 83. So, und ich könnte mir jetzt denken, boah, ich habe hier noch so eine Dame, das ist auch ein Angriff mit 0,2 Speed, das ist natürlich richtig schnell, damit treffe ich ganz bestimmt. Und denke mir, okay, die Karte spiele ich. Aber der Kung Fu Panda ist ja durchaus einer der weltbesten Yomi-Spieler und hat diesen Angriff natürlich vorausgesehen. Er weiß noch nicht, was ich hier gespielt habe. Er ahnt aber, dass da Böses kommt. Also spielt er diese Karte. Wir drehen die gleichzeitig um und der Kung Fu Panda blockt meinen Angriff. Er spielt diese 10 aus, das ist ein Block, das erkennt man auch immer an diesem Symbol und es steht da nochmal drauf. Hier steht im Prinzip auch nochmal genau, was es macht. Wenn du einen Angriff oder einen Joker blockst, ziehe eine Karte, nimm den Block zurück auf die Hand, außer wurde es geworfen oder geschlagen. Das heißt in dem Fall jetzt, ne, ich würde ja im Normalfall 8 Schaden machen, der Schaden wird geblockt. Also darf der Kung Fu Panda diese Karte wieder auf die Hand nehmen. Zur Belohnung dafür, dass er erfolgreich geblockt hat, zieht er noch eine Karte. Aber auf meiner Karte, immer auf diesen Spezialkarten, sprich Bube, Dame, König, Ass oftmals, wenn der Angriff drauf ist, ist so ein, auch so ein Schildsymbol zu sehen. Das heißt, wenn dieser Angriff geblockt wird, macht er halt statt 8 oder potenziell 13, kommen wir gleich zu, 1 Schaden. Das heißt, der Angriff kommt jetzt auch dann weg, aber der Kung Fu Panda bekommt 1 Schaden. Dann würden wir noch irgendwelche anderen Dinge machen am Ende der Runde, die ich gleich erklären werde. Dann ziehen wir am Anfang der nächsten Runde mal eine Karte, die wir neu auf die Hand bekommen. Und wie gesagt, jetzt hat der Kung Fu Panda seinen Block wieder auf die Hand bekommen, eine Karte fürs Blocken bekommen und am Rundenbeginn der nächsten Runde noch eine Karte bekommen. Das heißt, er hat jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Karten als ich auf der Hand, also mehr Auswahl. So, jetzt kann ich mir wieder überlegen, was möchte ich machen? Wie möchte ich jetzt dem Kung Fu Panda irgendwie Schaden zufügen? Und ich könnte denken, okay, vielleicht denkt er, ich bin gerade so in Angriffsrage, dass ich jetzt bestimmt noch einen Angriff spiele, weil er damit gar nicht rechnet. Und dann könnte ich zum Beispiel so einen Wurf spielen. Ne? Währenddessen spielt der Kung Fu Panda auch eine Karte. Wir decken die gleichzeitig auf. Und jetzt, ne, hier sieht man ja dieses Schema, das seht ihr hoffentlich auch die ganze Zeit. Wurf schlägt einen Block oder Konter. Das heißt, er zieht sich irgendwie hin zum Blocken, ich pack ihn und reiß ihn um und werf ihn, mache ihm dadurch Schaden. Das heißt, sein Block ist jetzt wirkungslos, den bekommt er nicht wieder auf der Hand, er zieht keine Karte, weil der Block nicht erfolgreich war. Ein Block hilft nur gegen Angriffe oder Joker, das sehen wir dann gleich. Das heißt, den kann er jetzt vom Grundprinzip her ablegen und ich mache ihm jetzt 7 Schaden. Das heißt, ne, er nimmt jetzt hier das runter, hat dann nur noch
80 Lebenspunkte, dann kommt auch die Karte weg. Wie gesagt, normal kann man noch eine Kombo machen, da kommen wir gleich zu. Dann würden wir am Beginn der Runde wieder jeder eine Karte ziehen. Jetzt könnte ich mir denken, vielleicht greift der Kung Fu Panda mich gleich an. Und dann spiele ich einen Block und bam, wir haben jetzt beide einen Block gelegt. Das heißt, in dem Fall nehmen wir den Block einfach jeder wieder auf die Hand. Das macht man nur beim Block, der nicht ausgehebelt wurde durch einen Wurf. Und haben die wieder auf die Hand, ziehen dafür keine extra Karte. Das heißt, zum Beginn der nächsten Runde ziehen wir einfach wieder eine Karte. So, jetzt könnte ich mir denken, warum man sich was denkt, erzähle ich euch später. Jetzt geht es erstmal nur grundlegend um die Mechaniken. Dass er vielleicht wieder blockt, also denke ich mir mal, ne? Der Block schlägt ja einen Angriff, aber ein Wurf schlägt den Block. Also spiele ich einen Wurf. Dann drehen wir beide unsere Karten auf, sehen, oh, beide haben einen Wurf. Dann wird wieder geguckt, wer hat die schnellere Zahl. Der Kung Fu Panda wirft mit einer 7,6, ich mit einer 10,6. Das heißt, ich werde jetzt geworfen und würde in dem Fall 7 Schaden bekommen. Also hätte ich nur noch 76, bam. Und der Kung Fu Panda macht jetzt einfach nichts weiteres. Immer wenn dieses Symbol hinten auf der Wurfkarte zu sehen ist, gehe ich zu Boden. Das könnte ich jetzt machen. Das ist so, finde ich, eine der schwächsten Mechaniken. Darum erkläre ich dir das ganz am Ende. Jetzt zeige ich euch mal, was es mit den Kombos auf sich hat. Wir ziehen am Anfang der Runde wieder hier eine Karte. So, der Kung Fu Panda hat seine Karte hier schon hingelegt. Ich kann mir überlegen, was ich machen möchte. Ich denke mal, ich mache mal so einen normalen Angriff. Wir decken wieder gleichzeitig auf. Sehen, okay, mein 3-6er Angriff schlägt seinen 5-6er Angriff. Das heißt, damit passiert einfach gar nichts. Na, jetzt ist schon wichtig, man sollte in den Text hier auch genau drauf lesen. Das ist im Prinzip auf allen normalen Angriffen der gleiche Text oder ein sehr ähnlicher Text. Das heißt, das muss man auch am Anfang oft machen. Danach kann man sich das dann schenken. Aber der hat jetzt den Schlagabtausch gewonnen. Also ziehe ich dafür eine Karte. Also nehme ich mir eine Karte. Und dann gucke ich mir an, was ich machen möchte, denn jetzt kann ich eine Combo spielen. Hier hinter dieser Faust ist ja so ein schwarzer Punkt und 4 weiße Punkte. Und das heißt, insgesamt habe ich 5 Combo-Punkte zur Verfügung, die ich ausgeben kann. Also das ist das Maximum von meinem Charakter, das sieht man auch hier. Und einen habe ich jetzt schon verbraucht. Das heißt, ich kann jetzt eine Combo machen mit einer 4, einem Link oder einer Stoppkarte. Das heißt, wenn ich jetzt eine 4 zum Beispiel auf der Hand habe, kann ich hier noch hinspielen. Na, das wird mir jetzt noch einen Kombopunkt verbrauchen. Das heißt, ich habe 2 Kombopunkte verbraucht und mache schon 7 Schaden. Das wird dann immer alles addiert. Und jetzt heißt es Combo mit 5, Link oder Stopp. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine 6 auf der Hand hätte, könnte ich die nicht spielen. Ich darf immer nur in aufsteigender Reihenfolge spielen. Das heißt, 3, 4, 5, 6 würde gehen. Und in dem Fall hätte ich jetzt zum Beispiel noch die 5 auf der Hand, die könnte ich dann auch noch spielen. Und ich könnte zum Beispiel auch noch die 6 spielen, wenn ich das wollen würde. Das heißt, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Kombo-Punkte verbraucht. Ich könnte also noch einen 5. ausgeben. Und dann könnte ich noch auf meine Hand gucken und dann würde ich sehen, okay, ne, das hier hat 3 Kombo-Punkte, hier gar keine Kombo-Punkte. Das Ding würde 2 Kombo-Punkte kosten. Den Flammenpfeil könnte ich noch spielen. Der hat einen Kombo-Punkt, ist ein Stopp. Das heißt, den könnte ich jetzt noch dahin spielen. Und dann wäre das jetzt meine gesamte Kombo, was richtig gut wäre. Das heißt, ich würde damit 10... 18, 24 Schaden machen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das ist für unseren ganz normalen Angriff auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Angenommen, ich hätte das alles nicht auf der Hand, hätte jetzt nur noch diesen Flammenpfeil als Angriff, den ich hätte spielen können. Dann wäre das ein Stopp gewesen. Das heißt, ich habe zwar erst 2 Kombopunkte verbraucht, aber da das ein Stopp ist, darf ich danach keine weitere Karte spielen. Das heißt, ich habe jetzt einfach 9 Schaden mit diesem Angriff gemacht. Wie wir sehen, so ein Wurf hat ja auch Kombopunkte, aber da steht Starter. Starter darf ich nur am Start einer Kombo spielen. Das heißt, hätte ich meinen Gegner jetzt erfolgreich geworfen, hätte ich auch eine Kombo, die hätte schon 2 Punkte verbraucht. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel auch noch diesen Flammenpfeil drauf spielen können, dann hätte ich ja 13 Schaden gemacht. Oder ich hätte einen beliebigen normalen Angriff, Link oder Stopp spielen können. Das ist ein normaler Angriff. Die Zahlen 2 bis 10 sind im Prinzip die normalen Karten. Das heißt, den hätte ich noch drauf spielen können, hätte jetzt 3 Kombopunkte verbraucht. Dann hätte ich zum Beispiel diesen König noch drauf spielen können. Ne, der hat 2 Kombopunkte, 3 Kombopunkte, 5 Kombopunkte. Das heißt, damit wäre das eigentlich fertig. Und ich würde meinem Gegner jetzt 7, 10, 16 Schaden insgesamt machen. Hier steht jetzt aber, ne, die gespielte Karte plus König, plus König, plus König, plus König. Ich kann ja maximal noch 3 weitere Könige spielen. Das heißt einfach, habe ich jetzt noch einen König auf der Hand, kann ich den dazu spielen, der pimpt dann quasi diese Karte. Das heißt, das zählt nicht als Kombo, sondern einfach als Kartenaufwertung. Und jetzt würde das Ding halt schon 6 plus 7, also 13 Schaden machen. Ne? Den betrachtet man im Prinzip nicht wirklich. Der sorgt nur dafür, dass hier dieser Schaden, der dahinter steht, jetzt noch dazu kommt. Und wenn ich jetzt noch einen König habe, den ich auch noch abwerfen kann, dann würde diese Karte schon 6 plus 7 für den ersten König plus 7 für den zweiten König machen, also 20 Schaden. Hätte ich noch einen König, könnte ich sogar 27 Schaden dabei machen. Das wäre schon richtig mächtig. So, angenommen, ich hätte meinen Gegner jetzt erfolgreich geworfen und hätte zum Beispiel hier 2 Kombopunkte, hier dann nochmal einen Angriff drauf, der wären insgesamt 3 Kombopunkte gewesen, das heißt, ich hätte schon 10 Schaden gemacht. Ich könnte dann zum Beispiel auch so einen
Ass da drauf spielen. Das Ass macht 18 Schaden. Stopp, es beendet die Combo auf jeden Fall, wobei ich jetzt eher im Combo-Limit bin. Aber ich muss ein weiteres Ass abwerfen, um diese Karte zu spielen. Das steht zum einen in Textform hier, als auch diese beiden Asse zeigen das an. Das heißt, ich muss noch ein weiteres Ass auf der Hand haben und das auch im Prinzip abwerfen, auf meinen Ablagestapel tun, um dieses Ass überhaupt spielen zu können und die 18 Schaden zu machen. Habe ich das nicht auf der Hand, kann ich das einfach gar nicht aufspielen. Dann, wenn man die Karte dreht, dann wird die ja 10 Schaden machen. Auch hier wieder, für jedes weitere Ass, das ich abspiele, 9 Schaden mehr. Das heißt, habe ich alle 4 Asse auf der Hand und kriege das erste Ass durch, kann ich ja 10, 19, 28, 37 Schaden machen. Das ist bei manchen Charakteren schon fast die Hälfte des Schadens. Das ist also ganz gut. Und das ist natürlich optional, weil hier muss ich die beiden abwerfen, wenn ich sie habe. Hier kann ich halt gucken, ob der Angriff durchgeht oder nicht. Und dann kann ich das halt krass pimpen, wenn ich noch mehr Asse auf der Hand habe. Aber hier habe ich halt die Chance, wenn ich eine Combo spiele, das in die Combo reinzuspielen, während ich hier einfach, hier steht ja extra keine Combo drauf. Das heißt, das muss klappen. Wenn das nicht klappt, dann ja, ist die Karte einfach weg. Also wenn der Gegner das Ass blockt, kriegt er halt 2 Schaden statt 10 bis halt viel mehr. Und das ist natürlich super ärgerlich. So, jetzt gibt es eine Regel, weil so Kombos können ganz schön böse sein und ganz schön killen. Dem ist man nicht schutzlos ausgeliefert als Gegner. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt das Ding gewinnen und würde jetzt sagen, okay, ich will eine Combo spielen. Dann kann mein Gegner verdeckt eine Karte vor sich ablegen. Dann kann ich mich entscheiden, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Ich würde jetzt sagen, ich mache weiter. Ich werfe vielleicht das Ding hier ab und werfe noch den hier ab und pimp den noch mit dem König und würde jetzt eben richtig viel Schaden machen. Das heißt, ich würde 10, 16, 23 Schaden machen. Dann darf mein Mitspieler seine Karte aufdecken. Und wenn es ein Joker ist, ne, das ist auch das, was hier in diesem Textfeld erklärt ist, dann ist jetzt meine komplette Combo hinfällig und ich mache keinen Schaden. Das ist Worst Case. Es gibt nur 2 Joker pro Deck und mit den Joker kann man Asse holen. Asse sind bei den meisten Charakteren richtig wichtige Karten. Das heißt, man ist immer die Frage, ob man das machen will oder nicht. Aber in dem Fall jetzt hätte ich halt, oder hätte er, super viel Schaden verhindert. Danach wäre der Joker zwar abgeworfen worden, aber die Combo hier hätte keinen Schaden gemacht und auch die Karten wären einfach weg gewesen. Ne? Angenommen, der Angriff hier wäre erfolgreich gewesen und ich hätte das noch ausgespielt und das hier gepimpt und würde jetzt halt hier dann 16 Schaden machen, weil mir das hier egal gewesen wäre. Und mein Gegner wird aufdecken, es ist kein Joker, es war sein Bluff. In dem Fall kommt die Karte, die er da hingespielt hat, zum Bluffen einfach nur weg. Und also das hätte er sehr wahrscheinlich nicht mit Maß gemacht, aber es war jetzt zufällig rausgegriffen. Ich würde dann trotzdem meinen Schaden machen. So, es kommen jetzt auch noch ein paar Regeln. Das mag jetzt fürchterlich kompliziert klingen. Ich werde euch das in ein paar Minuten einmal zack, zack, zack vorspielen. Dann seht ihr einfach, wie schnell das geht. Und ich habe das Spiel gerade mit einem Kumpel gespielt. Wir haben insgesamt 3 Partien gespielt. Die haben wir alle gefilmt und laden. Die werde ich jetzt auch gleich direkt danach hochladen. Das heißt, wenn ihr das jetzt geguckt habt, guckt euch direkt danach mal das Let's Play an. Dann bekommt ihr ja schon mal einen Eindruck von der Welt. Ihr seht, okay, das ist wirklich einfach, das ist wirklich spaßig, kurzweilig, sehr emotional, gerade der Moment, wo man die Karte aufdeckt, weil dann weiß man nicht, klappt das jetzt oder klappt das nicht. Und es ist, wie gesagt, echt ein super, super schönes Spiel. Vom Grundprinzip her auch sehr zugänglich und wenn ihr gleich beim Spielen zuguckt, dann werdet ihr das meiste schon verstehen. So, was ich noch nicht erklärt habe, ist der Konter. Angenommen, wir würden das hier aufdecken, er würde mich angreifen, aber wir sehen hier ja, Konter schlägt Angriff. Das heißt, das wäre jetzt nicht ein Block, das heißt, die Karte würde ich nicht wieder auf die Hand bekommen, ich würde dafür keine extra Karte ziehen, aber ich habe den Angriff also geschlagen, das heißt, selbst wenn die jetzt Blockschaden machen würde, wäre das egal, der würde quasi einfach wegkommen und hier auf der Karte steht drauf, dass wenn man einen Angriff oder einen Joker kontert, dass man dann mit genau einem Angriff oder einem Wurf zurückschlagen darf. Das heißt, in dem Fall könnte ich zum Beispiel die 4 spielen, um 4 Schaden zu machen, kann aber keine Combo machen, weil ich darf nur genau einen Angriff spielen. Ne, das wäre jetzt wär immerhin 4 Schaden und immer wenn ihr mit einer Karte Schaden machen könntet, tut es. Das ist das Einzige, wofür Karten da sind, die irgendwas anderes aufbewahren, macht fast immer keinen Sinn. Ich könnte aber jetzt auch natürlich genau einen Angriff spielen. Das heißt, ich könnte dieses Ass hier aufspielen, das würde jetzt ja 10 Schaden machen und dieses Ass zu pimpen werden würde nicht bedeuten, weitere Asse auszuspielen. Das heißt, ich könnte jetzt noch ein Ass ausspielen und wenn ich hätte noch ein Ass ausspielen, habe ich aber nicht. Das heißt, ich hätte jetzt im Prinzip diesen Angriff gespielt, hätte das Ass abgeworfen, um diesen Angriff zu verstärken. Das ist das, was hier hintersteht. Also würde ich jetzt im Prinzip 19 Schaden mit diesem Konter machen, was richtig gut wäre. Danach würden die Karten auch wieder wegkommen. So, und angenommen, wir hätten diese Situation. Ich hätte einen Konter gespielt und eher einen Wurf. Würden wir auch wieder sehen, Wurf schlägt sowohl Block als auch Konter. Das heißt, mein Konter wäre absolut wirkungslos gewesen. Ich würde ihn abwerfen und der Kung Fu Panda könnte jetzt eben mich werfen.
Also entweder 7 Schaden hinnehmen und mich zu Boden bringen oder danach noch eine Combo spielen, wo er dann eben beliebigen normalen Angriff Link oder Stopp spielen kann. Link oder Stopp sind eigentlich fast immer auf diesen Bildkarten drauf. Und ja, angenommen, er würde jetzt sagen, er lässt mich zu Boden gehen. Wie gesagt, das ist eine Regel, die haben wir bisher seltenst gebraucht. Da wird in der nächsten Runde geguckt. Angenommen, der Kung Fu Panda würde dann einen Angriff spielen. Ich hätte ihn ja jetzt eigentlich geblockt und würde keinen Schaden bekommen. Das wäre richtig gut. Er könnte auch keine Combo spielen. Ich würde eine Karte nachziehen, würde den Block wieder auf die Hand bekommen, wäre richtig gut. Aber ich liege ja am Boden. In dem Fall hat er mich mit einer ungeraden Karte angegriffen. Das heißt, mein Block hätte auch ungerade sein müssen. Da er das nicht ist, geht der Schaden komplett durch. Er kann eine Combo spielen und das ist richtig schlecht für mich. Hätte ich jetzt auch stattdessen mit einer 7 geblockt, dann wäre es ein ungerader Angriff mit einem ungeraden Block. Das heißt, dann hätte der Block ganz normal funktioniert. So, ich denke und hoffe, dass ich jetzt die grundlegende Mechanik des Spiels verstanden habe, wie das so mit dem Kampf- und dem Steinpapier-Schere-System funktioniert. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal so 1, 2, 3 komplette Runden, wo ich einfach zufällig Karten aufdecke. Am Anfang kann man den Eindruck bekommen, dass man das Spiel auch so spielen kann und dann auch genauso oft gewinnt wie verliert, dass es komplett random ist. Wenn ihr euch ein bisschen in das Spiel reinfuchst und die verschiedenen Charaktere kennenlernt, die verschiedenen Mechaniken kennenlernt, alles das, was ich euch gleich noch erzählen will, werdet ihr feststellen, nein, wer sich einen Plan macht und wer ein bisschen überlegt, der wird auf jeden Fall deutlich häufiger gewinnen. Der kann zwar trotzdem durch Zufall verlieren, aber auf lange Sicht wird er auf jeden Fall deutlich häufiger gewinnen, als jemand, der einfach nur planlos irgendeine Karte spielt. So, ich habe die Lebenspunkte resettet, das heißt, dann kommt die Ziehphase. In der ersten Runde entfällt die, dann kommt der Schlagabtausch, da haben jetzt beide diese Karte hier gewählt. Ich habe jetzt mal die ganzen Hände dahin gelegt und drehen die dann gleichzeitig auf. Und jetzt sehen wir Konter und Wurf und wir sehen, Wurf schlägt Konter. Das heißt, ich würde meine Karte ablegen und der Kung Fu Panda könnte jetzt eben 7 Schaden machen. Er spielt dann immer noch einen normalen Angriff da drauf. Der macht dann insgesamt 13 Schaden. Dann hat er 3 Kombopunkte verbraucht, hat noch einen über. Und dann spielt er noch hier die Blitzwolke. Die macht nochmal 8 Schaden. Also hat er jetzt insgesamt 21 Schaden gemacht. Die würde ich mir dann hier abziehen. Hab dementsprechend also 64. Die ganzen Karten würden dann auf den Ablagestapel wandern. Und jetzt können wir einen Superschub machen, wenn wir wollen. Dazu kann man gucken, ob man gleiche Karten auf der Hand hat. Habe ich zufällig einen Zwilling. Ich könnte auch eben Drilling oder Vierling haben, sprich 3-9 oder 4-9. Und dann kann ich die beiden Karten abwerfen. Ich sage dann, hier, ich möchte einen Superschub machen, tue die beiden Karten auf meinen Ablagestapel und dann darf ich mein Kartendeck, weil ich jetzt ein Zwilling, also immer quasi eine Karte weniger, als ich abgeworfen habe bei gleichen Karten, darf ich mir ein Ass raussuchen. Sprich, hätte ich jetzt 3-9 abgeworfen, hätte ich mir aus meinem Deck, also sowohl aus dem Ablagestapel als auch aus dem Nachziehstapel Asse raussuchen können. Also hätte ich jetzt hier das ganze Deck durchsucht, habe das wahrscheinlich gerade schon überblättert und habe jetzt noch ein Ass. Bam. Danach mische ich natürlich den Kartenstapel wieder ganz gut, weil sonst wüsste ich ja, was gleich kommt. Und kann meinem Gegner, wenn er möchte, die Asse einmal zeigen, dass er weiß, was auf ihn zukommt und habe die jetzt auf der Hand. Und Asse sind eben immer mächtig. Ne? Hier mit dem Ass kann ich halt richtig viel Schaden machen. Ne? Darf nicht als Combo durchgehen, aber noch ein Konter oder so, wäre das schon mal eine ganz gute Option. Das ist hier der Superschub. Ich kann auch, wenn ich einen normalen Angriff gespielt habe, sprich, wenn ich eine 4 und gespielt habe und dann darauf eine 5 als Combo habe und eine 6 und eine 7, falls es diesen Angriff im Deck gibt, angenommen, also ich habe ja da 2 losgelegt, dann eine 3, dann eine 4, dann eine 5, dann würde ich auch wieder gucken, bei der Kettenkombo mit 3, 4, 5, 6 normalen Angriffen, sprich, habe ich mit 2, 3, 4 angegriffen, wäre das eine Dreier-Kombo, also dürfte ich einen Ass raussuchen. Hätte ich noch eine 5 dazu gehabt, dann dürfte ich schon 2 Asse raussuchen und so weiter. Dass man wirklich 4 Asse mit einem Angriff raussuchen kann, ist von der Verteilung der Angriffe auf den Karten, ich glaube, nur bei ganz wenigen Charakteren im Spiel überhaupt möglich. Aber das sind eben immer Möglichkeiten, wie man wieder an Asse kommen kann. Sprich, entweder gleiche Karten auf der Hand sammeln, um damit an seine Asse ranzukommen, was man eigentlich immer möchte, oder versuchen, so einen Combo-Angriff hinzubekommen, wo man eben mit normalen Angriffen halt 3, 4, 5, 6 aufeinanderfolgende Zahlen hinlegen kann. Das ist dann auch der Aspekt, wo man ein bisschen plant, wenn man sowas hinbekommt, eben das Spiel auch sehr wahrscheinlich gewinnen wird. So, ich mische die Karten jetzt mal eben, um das wieder ein bisschen zufällig zu machen. Wie gesagt, normalerweise macht man sich einen Plan. So, jetzt kommt die Aufräumphase, wo man die Karten normalerweise erst abwirft, die gespielten. Wir machen das eigentlich immer direkt danach. Dann guckt man, ob man das Handkartenlimit von 12 Karten erreicht hat. Das hat man seltenst erreicht, aber es gibt scheinbar Charaktere, die das können. Und dann würde wieder die Zielphase losgehen, sprich, wir bekommen wieder eine Karte, die wir irgendwo in unser Deck einsortieren. Dann kommt der Schlagabtausch, da überlegen wir uns beide, welche Karte wir spielen würden. Jetzt haben wir hier wieder einen Angriff mit 0,0 gegen Angriff mit 5,6. Das heißt, mein Angriff verpufft wieder und der Angriff hier macht einfach 10 Schaden. Ne? Das ist ein Stoppangriff, das heißt, der, da darf man keine Combo mehr drauf spielen. Wäre der geblockt worden, hätte er 2 Schaden gemacht. Das heißt, ich bekomme jetzt wieder 10 Schaden und habe 54 und bin ja, dem
Ende recht nah. Dann würde auch die Karte wegkommen. Ich kann mir jetzt überlegen, möchte ich einen Superschub machen, möchte ich nicht machen. Also ist die Runde schon wieder zu Ende. Wir ziehen wieder eine Karte. Der Kung Fu Panda bekommt auch eine Karte, die er auf die Hand nimmt. Dann überlegen wir uns wieder, welche Karte wir nehmen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns jetzt hier entschieden. Wie gesagt, ich mache das jetzt mit dem zufällig Aufdecken, nur exemplarisch. Normalerweise habt ihr alle Karten auf eurer Hand und überlegt euch, was ihr spielen möchtet. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wissentlich, ich nehme diese Karte hier und der Kung Fu Panda spielt einfach mal die Karte hier. Und bam, ne, er hat einen Wurf, ich habe einen Angriff. Wir sehen, Angriff schlägt Wurf. Also haue ich ihn jetzt mit 10 Schaden. Und dann kann ich ihm gucken, ich habe mir vorher extra die Asse rausgeholt, dass ich hier noch einen Ast abwerfe, um nochmal 9 Schaden mehr zu machen. Das heißt, das sind jetzt insgesamt 19 Schaden. Man könnte natürlich sagen, das Ast später zu spielen, würde einen Schaden mehr machen. Und dann ist halt die Gefahr, geht es durch oder nicht. Wenn es dann geblockt oder gekontert wird, kommt es einfach weg. Jetzt habe ich die Chance, damit Schaden zu machen, also mache ich das. Ich kann da keine Combo reinspielen, also würde ich ihm hier einfach 19 Schaden machen. Das heißt, er hätte dann noch 71. Dann würden die Karten hier wieder wegkommen. Wir würden wieder hier eine Karte ziehen. Ich würde mir wieder überlegen, was ich spielen würde. Würde jetzt hier zum Beispiel wieder diese Karte nehmen. Der Kung Fu Panda würde diese Karte spielen. Und ja, ne, jetzt hätte er einen Konter gespielt. Ich hätte einen Angriff. Wir sehen, Konter schlägt Angriff, also kommt mein Angriff weg. Blockschaden zählt auch nicht. Ne, hier steht zwar eigentlich eine 1 drauf, aber da es kein Block ist, sondern Konter, verfällt das. Und jetzt kann der Kung Fu Panda, weil die Karte das sagt, einen Angriff oder einen Wurf spielen. Das heißt, er könnte jetzt zum Beispiel hier diese Drachen-Dings-Karte rausspielen und würde mir wieder 10 Schaden machen, womit ich auf 44 runter wäre. Danach würden die Karten einfach abgelegt werden. Wir könnten wieder gucken, ob wir einen Superschub machen wollen. Ich könnte jetzt sagen, ja, mache ich mit den beiden Karten oder auch nicht. Ich sage jetzt mal einfach nein. Und dann nehme ich auch, ziehe ich wieder eine Karte, er zieht wieder eine Karte. Und dann überlege ich, was ich spielen möchte. Ich denke, oh, vielleicht, ich habe jetzt natürlich nicht so super viel Auswahl. Ich spiele mal einen Wurf, dann gucken wir, was der Kung Fu Panda macht. Er macht einen Angriff, in dem Fall, der Angriff schlägt meinen Wurf, also kommt diese Karte einfach weg. Er macht jetzt wieder mit seinem Drachenherz 10 Schaden, das ist ein Stopp, er kann da keine Combo mehr raufspielen, also habe ich schon nur 34. Läuft nicht so gut bei mir. Superschub möchte ich immer noch nicht machen, also ziehen wir einfach eine Karte. Na, er zieht auch eine Karte. Und jetzt überlege ich mal, was ich machen möchte. Vielleicht greift er an, also spiele ich einen Konter. Und siehe da, er greift tatsächlich an, also verpufft das bei ihm. Bei ihm, ne, ich habe meinen Konter aufgedeckt. Und jetzt kann ich halt sagen, okay, ich möchte gerne diesen König hier spielen. Und ich darf ja normalerweise nur einen Angriff spielen. Da ich den aber aufwerten kann, kann ich jetzt noch einen König ablegen. Und ja, habe dann zwei Könige, also habe den gepimpt um einen. Das heißt, ich mache ihm jetzt 13 Schaden, also hat er dann noch 58. So, ihr seht, das geht sehr schnell, das ist sehr einfach, das ist überhaupt nicht kompliziert, wenn man dieses Stein-Papier-Schere-System einmal verstanden hat, wenn man das mit den Kombos verstanden hat, was nicht schwer ist, wenn man das mit diesen Aufwertungen verstanden hat, ne, einfach, da steht man drauf, was man macht, manchmal steht da auch irgendwie plus eine beliebige oder plus zwei beliebige, dann wirft man einfach Karten von seiner Hand ab und triggert das dann. Was aber noch wichtig ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich denke, dass ich es gesagt habe, wenn ich dieses Ass spiele, muss ich zwei Asse auf der Hand haben, also ein anderes auf meinen Ablagestapel werfen, habe ich das nicht, dann ist die Karte einfach ungültig und der Angriff oder Wurf vom Gegner geht auf jeden Fall durch. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, Fähigkeiten. Jeder Charakter hat eine einzigartige Fähigkeit. Sie kann zum Beispiel, wenn sie Angriff gespielt hat und Kombokarten auf die Hand genommen hat, dann kann sie die am Ende des Schlagabtausches wieder auf die Hand nehmen. Jede solche Karte kostet 3 Lebenspunkte. Das heißt, hat sie 3 geile Karten gespielt, kann sie für 9 Punkte wieder auf die Hand nehmen. Das klingt am Anfang doof, aber wenn das Karten sind, mit denen ich 15, 20, 30 Schaden machen kann und ich die wieder durchbekomme, rechnet sich das auf jeden Fall. Ne, das kann sie am Anfang nicht mit Damen oder Assen machen. Später, wenn sie 35 oder weniger Lebenspunkte hat, ist sie verzweifelt, dann kostet das 4 Lebenspunkte, aber dann kann sie auch Damen oder Asse wieder auf die Hand nehmen und damit halt auch potenziell nochmal richtig viel Schaden raushauen am Ende. Also es kann wirklich Spiele geben, wo es 4 zu 40 steht und der haut dann eine 40er oder 50er Kombo raus und dann hat der andere auf einmal doch noch verloren. Das kann immer sein, darauf muss man vorbereitet sein. Deswegen gerade, wenn man merkt, okay, der Gegner hat Asse rausgeholt und ich weiß, auf seinen Assen sind Angriffe, neigt man eher dazu, vielleicht mal einen Block zu spielen oder so und ich selbst kann damit rechnen, okay, er weiß, dass ich gerade meinen Ass geholt habe. Er wird wahrscheinlich damit rechnen, dass ich die jetzt raushaue und deswegen spielt er irgendwie einen Block, also kann ich einen Wurf spielen. Und dann schlage ich ihn. Das ist so der Normalfall. Damit rechnet keiner. Außer er ist halt auch so schlau und denkt sich, okay, das wird er nicht machen. Also kann ich auch irgendwie einen schnellen Angriff spielen, um vielleicht meinen schnellen Angriff zu übertünchen. Deswegen ist es auch manchmal eine valide Taktik, einfach nachdem man Asse gezogen hat, die wirklich sofort direkt zu nutzen und damit seinen Schaden zu machen. Man denkt zwar, der Gegner reagiert da nicht drauf, aber oftmals, man denkt zwar, der Gegner ist da nicht drauf eingestellt,
Man denkt zwar, der Gegner ist darauf eingestellt, aber meistens denkt er, naja, der macht vielleicht erstmal was anderes und spielt das dann ein, zwei Runden später. So, und wenn wir jetzt das Denkmal so durchgucken, dann sehen wir, auf manchen Karten ist noch irgendwie eine Fähigkeit drauf. Zum Beispiel hier Schwindende Glut. Solange diese Karte in deinem Ablagestapel ist, verliert der Gegner nach jeder seiner Kampfaktionen Konter zwei Lebenspunkte. Du kannst diese Karte nicht für einen Superschub verwenden. Das heißt, wenn ich diese Karte einfach mal gespielt habe und sie liegt in meinem Ablagestapel, lege ich dir so quer rein, dass man immer weiß, ah, die war da. Und jedes Mal, wenn der Gegner dann Konter spielt, verliert er dafür zwei Lebenspunkte. Das heißt, ich kann davon ausgehen, er wird nicht mehr so viele Konter spielen. Weil je mehr Zehen ich habe, wenn ich da halt drei oder vier Zehen liegen habe, bekommt er halt auch für jeden Konter acht Schaden, was nicht gut ist. Außer er kann damit halt eine krasse Combo einleiten. Und so hat jeder Spieler eben verschiedene Fähigkeiten. Er hier auf einer 7, 10 und seinem Bauern. Manche haben auch auf ganz anderen Karten ihre Eigenschaften. Manche haben zwei Eigenschaften. Manche vielleicht auch noch mehr, die später mal erscheinen werden. Und das ist auch das, was in Fähigkeiten gemeint ist. Manche Charaktere später haben Karten, wo drauf steht, du kannst eine Fähigkeit unterbrechen oder halt dafür sorgen, dass sie nicht getriggert wird. Damit sind immer die in diesen Kästen gemeint. So, und ich weiß nicht, ob ich es schon erklärt habe. Angenommen, ich würde einen Joker spielen, würde damit halt den Schlagabtausch gewinnen, zum Beispiel gegen einen Angriff oder einen Wurf, wäre das super geil, weil der hier würde jetzt keinen Schaden machen, er kann keine Combo spielen, ich würde den Joker werfen und dürfte mir dafür zwei Asse aus meinem Stapel suchen. Wie gesagt, entweder Ablagestapel, was Sinn macht, weil da, die habt ihr schon gespielt, das heißt, die wollt ihr wieder auf die Hand bekommen und nicht aus dem Nachziehstapel, was könnte ja sein, dass die nächste Karte gleich ein Ass ist. Und dann wäre es halt doof, wenn ihr es da rausgesucht hättet. Also vorausgesetzt, ihr habt schon Asse gespielt. Aber angenommen, es wäre jetzt so, dass ich denke, oh hier, ich will jetzt Asse haben, ich spiele meinen Joker hier rein. Und da wird halt ein Block aufgedeckt, dann ist mein Ass einfach, mein Joker einfach weggeblockt und passiert nichts. Er freut sich, weil er kriegt den Block wieder auf die Hand, kriegt eine Karte auf die Hand und zieht dann nächste Runde noch eine Karte nach. Was wir am Anfang, oder ich am Anfang ständig vergessen habe, ne, so ein normaler Angriff, wenn diese Karte geblockt wird oder den Schlagabtausch gewinnt, ziehe eine Karte. Ne? Potenziell sind diese Zahlkarten ja schwächer, das heißt, wenn der Schaden halt jetzt in dem Fall geblockt werden würde, würde ich zwar die Karte abwerfen, aber dürfte eine Karte vom Stapel nachziehen. Oder auch wirklich, wenn ich damit gewinne, also wenn er zum Beispiel einen Wurf spielt und ich spiele den Angriff und hau ihn kaputt, dann ziehe ich dafür eben auch als Belohnung noch eine Karte und habe dann vielleicht auch mehr Auswahl bei der folgenden Combo. So, das waren jetzt einmal alle grundlegenden Regeln von Yomi. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nicht irgendeine Kleinigkeit oder irgendwas Wesentliches falsch erzählt. Falls doch, macht mir bitte einen Kommentar, dann mache ich eine Anmerkung in das Video. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt das Video geguckt habt, habt ihr vielleicht schon alles verstanden, vielleicht denkt ihr euch, wow, das war viel, dann guckt direkt danach die Let's Play-Videos, die ich hochgeladen habe. Da seht ihr, okay, das geht schnell. Und jetzt solltet ihr eigentlich so viel, denke ich, schon vom Spiel verstanden haben, wie das so abläuft, nachdem ihr dieses Video und meine Let's Play-Videos dazu geguckt habt, dass ihr dann euch zu Hause hinsetzen könnt, dass ihr lesen könnt und dann versteht, ah, okay, das meinen die damit, das meinen die damit, das hat er erzählt, okay, das ist klar. Und dann auch einfach direkt losspielen könnt, eure erste Partie. Und nachdem ihr die dann gespielt habt, lest die dann einfach nochmal von der anderen Seite mit dem Referenzhandbuch. Das ist, wie gesagt, eigentlich auch alles sehr selbsterklärend. Ihr habt das nur gemerkt. Das ist ja wirklich, ne, wenn ein Angriff durchgeht, dann kann man eine Combo spielen mit einem Combo-Limit, Link, Stopp, höher werdende Karten, Superschub und so. Das ist ein bisschen viel am Anfang, aber es ist eigentlich alles intuitiv, es steht oftmals alles auf den Karten drauf. Ergibt sich aus der Symbolik. Also das ist wirklich ganz gut gemacht und wie gesagt, die Anleitung, da sind auch fast alle Fragen, die wir bisher hatten. Selbst wenn wir auf Board Game nachgeguckt haben, haben wir festgestellt, nee, da steht auch alles hier in der Anleitung drin. Und wie gesagt, das ist vom Grunde seines Herzens halt ein super einfaches Spiel und man spielt halt vielleicht erst mit dem beiden irgendwie ein, zwei Mal jeder einen Charakter, dann tauscht man die Charaktere, dann nimmt man sich mal einen anderen Charakter, wenn man sich die schon gekauft hat. Die können eben alle ganz unterschiedliche Sachen. Der hier kann in so eine Drachenform umgehen und dann ganz viel Schaden damit machen. Ist der Poker eine Panda, das heißt, er zieht immer Karten von seinem Deck, wenn er irgendwas gemacht hat, und guckt dann, ah, ist eine 2, da ist so eine Tabelle, wo er irgendwelche Dinge machen kann. Der Grey, der will immer möglichst wenig Handkarten haben, weil wenn er irgendwie einen Angriff durchkriegt und hat dann irgendwie mit 2 Karten 4 Schaden gemacht und der Gegner hat noch 8 Karten auf der Hand, er selbst gar keine mehr, macht die Differenz an Schaden, also 8. Der Agag-Arg, der ist relativ langsam, aber der kann immer, wenn er nicht am Boden liegt, kriegt der Gegner automatisch Schaden. Der Rook ist ein Steingolem, hat 4 Leben, der hat Blocks, wo die Angriffe dran zurückprallen, der hat viele Würfel und die Setsuki ist so eine Ninja-Schülerin, die ist einfach super schnell, rotiert ganz schnell ihre Karten, hat ganz viele Kombo-Punkte und da wird es eben, wie gesagt, noch 12 weitere Charaktere geben, die sich alle unterschiedlich spielen, wo es echt Spaß macht, die auszuprobieren. Und wie gesagt, es ist ein schönes, schnelles, flottes Spiel. Ich habe das zum Beispiel, ich habe das schon mit Leuten gespielt, die sonst eher die totalen Familienspiele spielen, die totalen Eurogames, die sagen, oh nee, so, und die da richtig auch gesagt haben, boah, und emotional geworden sind und nicht auf negative Art und Weise, sondern einfach sich da reingedacht haben, hat die Karte vielleicht und gesagt, ja, jetzt habe ich sie gegeben. Und das ist einfach echt ein schönes Spiel. Das ist, finde ich, auch gut familiengeeignet. Das kann man auch gut mit seinen Kindern spielen, so one-on-one, wenn man halt mit der Art
Art von Spielen generell klarkommt. Für Kumpels ist es ganz gut, für Pärchen, wenn beide für solche Art von Spielen offen sind. Also echt ein schönes Zwei-Personen-Spiel. Wie gesagt, es dauert eine Runde, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Also und ist dabei noch wirklich tiefgehend, man hat die ganze Zeit was zu tun, ist immer beschäftigt, will sofort nochmal spielen. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann stellt gerne die Fragen, wenn euch irgendwelche Fehler aufgefallen sind, weist mich gerne auf die Fehler hin. Und ansonsten kann ich nur sagen, geht raus, kauft euch Yomi, spielt Yomi, es ist echt ein super tolles Spiel und macht mir persönlich richtig viel Spaß. Deswegen jetzt auch dieses relativ ausführliche Regelerklärvideo. Und ja, das war's von mir. Ich und der Kung Fu Panda sagen bis bald und tschüss.